Paul zusammen. Wieder zurück. Wir haben. Oder was heißt, ich bin im letzten Part ein paar Mal gestorben. Hier unten hat es uns zwei große Löcher reingeprügelt, wo uns zweimal hintereinander ein Creeper in die Luft gesprengt hat. Allerdings habe ich auch da hinten ein bisschen Licht reingemacht in diesen Wasserfall. Hab ja da oben ein bisschen was Grünes angepflanzt. Ist jetzt nicht zu groß die grüne Fläche da, aber sie ist da. Das hier mit dem Glowstone. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob mir das gefällt, weil man eben sieht, hier sieht man nicht, hier leuchtet es nur raus. Also hier gehen wir hoch in zu unserem Haus. Die Frage ist, machen wir irgendwann das Haus, bauen wir hinten weiter. Soll ich hier noch mehr Licht machen oder brauchen wir das nicht? Bin mir noch ganz ein bisschen unsicher, ob ich mal diesen Bereich hier rausklopfen soll noch, weil da haben wir ja mal, oder da hat uns auch mal ein Creeper in die Luft gesprengt. Ich schaue mir mal kurz das von hier hinten an. Vorher esse ich mal schnell einen Steak. Kein Huhn, schade. Hier haben wir noch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wunderbar viel Kohle. Hier könnte man auch noch dahinter ein bisschen Licht reinmachen. Das wäre mit Sicherheit auch nicht das Hässlichste. Hier kommt ja die Lava runter. Da unten Tintenfischl. Wir sind, wo ist denn unser Haus? Ah, da. Genau. Ich habe überlegt das letzte Mal, ob ich nicht hier hinten hier eine Treppe runterführen soll, die dann da runter geht. Was würden wir davon halten? Das machen. Ich schaue mir das nochmal schnell an. Dass wir hier runterkommen. Das sieht ja auch schon irgendwie cool aus. Diesem Vorhang aus Wasser. Hier irgendwo runterkommt. Von unserem Haus hier hinten rum. Hier runter. Ich werde mal schnell rüber gehen und werde mal das werde ich mal ausprobieren. Haben wir genügend Stufen? Und vor allem, was machen wir für Stufen? Sollen wir die gleichen nehmen wie hier? Diese hier? Oder soll man Steinziegel benutzen? Der Optik wegen. Eigentlich ist man relativ schnell hier oben. Können wir jetzt nichts sagen. Dann haben wir hier ein bisschen Kies. Was? Hier wächst noch kein Gras. Warum auch immer. Muss ich vielleicht das Ding hier hin? Ich würde hier gern Gras haben. Wo mache ich das am besten runter?
außen wäre doch. Ich weiß nicht, wäre fast für außen. Dass man hier außen das runter macht. Wenn ich so Stufen hier nehme. Wie würde das aussehen? Was höre ich denn da? Ich höre doch hier irgendwas laufen. Ich bin das nicht. Hallo? In unserem Haus gibt es einen Creeper. Ach nee, mein Freund und Kupferstecher. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nicht wirklich Lust auf dich. Put, 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 komm raus. Hm? Hallo? Hallo, Freund. Oh, Gott sei Dank. Mit meinem Glück. Wieso habe jetzt ich den Innenlaufen gehört? Das ist ja sehr interessant. Ich muss mal kurz. Jetzt geht die Sonne schon wieder unter. Ich klopfe jetzt einfach mal hier in der Mitte eine Fackel her. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde dann eventuell das Bett aufstellen, und zwar am besten vielleicht hier und hier. Dann kann ich hier hinten noch, das wäre doch was, dann vielleicht kriege ich ja mal einen Übernachtungsgast und dann liegt man nicht zu eng beieinander. Wenn es eine Dame wäre, wäre es natürlich was anderes, aber ich weiß ja nicht. Dann machen wir doch einfach hier ein Steinchen rein. Den Teppich kann auch nicht schaden, oder? Dass man ein bisschen warme Füße hat. So. Ist das was? Ja, und dann machen wir uns hier hinten, machen wir uns was anderes hin. Und unten. Es ist ja jetzt hier schön hell. Unten haben wir jetzt auch Licht. Na, das ist doch wunderbar. Also wir haben, ich schaue nochmal schnell, wo wir den Glowstone hin, hier, oder? Das ist schade. Weil sonst, ehrlich gesagt, könnten wir hier noch einen machen. So haben wir jetzt einen. Ich würde den gern verstecken, wenn ich ehrlich bin. Dazu bräuchte ich das hier. Und zwar, ich bin am Überlegen, ob ich das so mache. Sieht das aus?
muss ich weiß es nicht, ich hau jetzt einfach mal hier einen rein. Das hier kann ich auch machen, das brauche ich auch noch. Und zwar benutze ich die gleich mal für hier. Allerdings wollte ich, wie macht man denn, diese Falltüren, das reicht, zwei Stücke, so, das ist, müsste doch, jawohl, so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt schauen wir mal schnell oben, das ist jetzt mit diesem Glowstone hier ein bisschen blöd, aber ich würde sagen, da legen wir einfach noch eine Reihe Teppich her. Tun so, als wenn hier in der Mitte einfach so ein großer Teppich wäre. 1, 2, 1, 2, ach, das passt doch. Ha. Machen wir einfach hier weiß. Dann können wir uns hier noch ein bisschen Tischle her machen oder sowas. Das schaut doch ganz nett aus. Hell ist es auch. Unten haben wir Licht. Dann können wir das Ding hier sehr wahrscheinlich wieder wegmachen. Denke ich mal, hoffe ich mal. Und ja, brauchen wir das? Ja, ganz so hell ist es doch nicht, gell? Vielleicht sollte ich hier am Boden auch noch ein bisschen Glowstone verlegen. Ich setze mal derweil wieder diese Fackel daher. Wegbröseln kann es uns nicht. Ich wollte ein paar Stufen machen. Und ich gehe mal schnell schlafen. Wenn wir jetzt hier schon Bett haben, dann können wir auch mal schlafen. Dann ist wieder Tag. Ach ja. Wunderbar. So. Hier ist Schnee. Hier wächst immer noch nichts. Warum nicht? Also ich wollte hier jetzt einen Abgang machen, aber hier so runter, das was mir jetzt nicht ganz gefällt, ist die Tatsache, das gefällt mir hier eigentlich wirklich nicht. Also so komme ich natürlich nicht so schnell nach unten, weil die Stufen natürlich deutlich flacher sind.
Ja. Aber ich finde die eigentlich ganz schön zu laufen. Und sieht es besser aus als wie die steilen Stufen. Wenn man hier ein paar so flache hat. Scharf. Okay, ich lasse die flachen und allerdings mache ich die eins breiter, dass man da einigermaßen komfortabel nach unten kommt. Ich würde jetzt ungern auf diese flachen, auf diesen flachen Stufen quasi runterfallen. Das überhaupt so machen können, dass man. Ah ne, hier machen wir es anders. Ich mache es so. Würde das hier gerne. Das wollte ich nicht. Hier los. Ich möchte das auf alle Fälle so. So. Geht es hier ein bisschen rüber. So vielleicht. Dann aber hier rein. Hierher und dann runter. Dann kommen wir hier wieder eins runter. Jetzt muss ich aufpassen. Hier, hier, so. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof hier. Das Loch will ich natürlich nicht da unten drin haben. Das will ich nicht, das Loch. Thank you.
passt es so. Es scheint mir hier etwas gefährlich zu sein, wenn ich ehrlich bin. Darum mache ich doch das hier noch ein bisschen raus. Sieht man das hier? Jawohl. Das bedeutet, ich mache mir hier eine Stufe, eine ganze rein. Das ist doch... Ja, ich glaube, das so passt es. Ich muss gerade ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Sieht das hier aus? Ich glaube, das ist in Ordnung. Was mir nicht ganz gefällt, ist hier die Kopfhöhe beim Hochlaufen. Ich glaube, da nehme ich noch was raus. Muss ja nicht sein, dass man sich hier die Birne anstößt. Würde ich jetzt hier mal sagen, hier gehen wir einfach mal ein Stück weiter raus, machen so eine kleine Plattform. Ups. Ja. Gut, dass wir die noch aufgefangen haben. Das ist sonst immer so eine Verschwendung. So. Und dann hier weiter runter. Okay, da gehen uns die Treppen aus. Ist das hier ein bisschen eng? Ich denke, so könnte das klappen. Dann machen wir uns noch ein paar Stufen. Oh, das geht jetzt gerade auf. Ach, wir haben ja hier noch ein bisschen Cleanstone. Ein bisschen was lasse ich übrig. So. Ja, dann schauen wir. Hier ist wieder so eng. Ich würde hier immer am liebsten so. Ich glaube, das ist okay. Und dann hier nach unten. Nicht ganz der. Da müssen wir jetzt, glaube ich, mal ein Steinchen tauschen. So, dass wir da noch ein bisschen eine Treppe anstückeln können. So, und dann kommen wir doch hier runter. Jawohl, wunderbar. Wieso haben wir denn hier so viel Licht? Ja, und dann würde ich diesmal sagen, dass wir mit
dieser Aktion jetzt hier mal schlafen gehen und uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin.